Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Ich freue mich sehr, dass du ja dir dieses Video jetzt anschaust. Das Jahr ist erst ein paar Tage alt, aber mich haben schon einige Fragen erreicht. Hauptsächlich geht es um das Thema Strom-Gaspreisbremse. Was sind da die Eckdaten? Wie wird das Ganze ja in der Abwicklung sein und so weiter? Dann sind viele Fragen bezüglich der Entwicklung der Energiepreise. Ja, man hört ja immer so viel, die Preise sind auf dem Sturzflug aktuell, dann sind sie wieder ja auf einem Rekordhoch. Ja, wo geht die Reise denn da langfristig hin? Und immer mehr Menschen, und das ist das dritte Thema, was mich sehr, sehr häufig erreicht, ist die Frage, lohnt es sich jetzt im Energiemarkt einzusteigen? Weil viele Menschen erkennen natürlich gerade, dass hier extrem viel Bewegung ist. Und viele Menschen sind natürlich von Preiserhöhungen betroffen, haben vielleicht jetzt gerade aktuell zum Jahresbeginn eine deutliche Preisanpassung von ihren Grundversorgern bekommen und so weiter. Und da fragen sich natürlich viele, lohnt es sich jetzt im Energiemarkt einzusteigen? Ja, gerade wenn jetzt die Strom-Gaspreisbremse kommt, ist das Ganze dann überhaupt lukrativ? Weil du kannst ja die Zeitung aufschlagen, den Fernseher anmachen, das Radio einschalten. Du wirst ja zwangsläufig mit dem Thema Energiepreise konfrontiert werden. Und viele erkennen natürlich, dass hier dann wohl eine gewaltige Chance liegt. Gerade wenn man anderen Menschen dabei helfen kann, sich noch, ich sag mal in Anführungszeichen, günstige Preise zu sichern. Ich möchte in diesem Video auf alle Fragen eingehen, möchte ja meine Antworten drauf geben, aber ich will gerade den letzten Punkt, lohnt es sich im Energiemarkt einzusteigen, jetzt nicht dahingehend führen, was kann man verdienen etc. und das Ganze hier einfach hypen, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn ich dir jetzt gleich zeige, wie die aktuelle Situation im Energiemarkt ist, dass du für dich ja sehr, sehr gut eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen treffen kannst, ob es sich für dich lohnt oder nicht. Denn die Chancen, ein Geschäft im Energiemarkt aufzubauen, waren nie besser als aktuell. Erstens mal macht jeder Werbung für ja die Situation im Energiemarkt, also Zeitungen, Radio etc. Du brauchst nur mal die Zeitungen aufschlagen, vergeht kein Tag, wo du nicht irgendwelche Nachrichten darüber findest. Also Marketing hast du gleich mit inklusive. Auch war es nie leichter, mit Menschen ja in Kontakt zu kommen, weil natürlich Energie jeden angeht und jeder ja von den hohen Energiepreisen betroffen ist, gerade jetzt von den Preiserhöhungen zum Jahresbeginn. Und daran ändert auch die Strom-Gaspreisbremse nichts. Werde ich dir auch gleich zeigen, wieso, weshalb, warum. Damit aber man das Ganze auch richtig einordnen kann, ist es wichtig, dass man sich mit dem Markt beschäftigt, ja, dass man weiß, wie der Energiemarkt ein Stück weit funktioniert, um auch ja für sich erkennen zu können, dass hier nicht nur ein kurzfristiger Hype da ist, sondern dass es sich hier um eine langfristig lukrative Geschäftsmöglichkeit handelt. Der Energiemarkt ist im Wandel. Ja, wir müssen immer mehr hin zu erneuerbaren Energien, wenn wir unabhängig von Importen sein wollen. Gerade im Bereich Gas haben wir ja gezeigt, wie sehr abhängig wir da sind und wie ja schlecht das für uns, für unsere Wirtschaft, für unsere Wettbewerbsfähigkeit ist, wenn wir da nicht gegensteuern. Und wir im Energiemarkt haben die Möglichkeit hier, ja, diesen Wandel mitzugestalten. Mit jeder, also es ist ja nicht nur Strom und Gas, sondern es geht ja auch um die Vermittlung von Photovoltaikanlagen, Energieaudits. Das sind alles Themen, wo gerade jetzt Firmen gar nicht mehr drum rumkommen, ja, ihren Betrieb umzukrempeln und ich sag mal immer mehr in Richtung Autarkie gehen, dass sie immer mehr ja ihre Firmen unabhängiger von, ich sag mal, der Situation am Energiemarkt machen. Jede Photovoltaikanlage, die wir aufs Dach vermitteln, ja, trägt dazu bei, ja, dass die Menschen niedrigere Energiekosten haben, geradezu für die Zukunft gesehen. Jeden Strom-Gas-Vertrag, den wir vermitteln, sei es Ökostrom, ja, trägt dazu bei, dass wir ja den Strom sehen, ja, dass wir dazu beitragen, die Welt einfach ein Stückchen grüner zu machen. Also das sind alles Themen, die beschäftigen die Menschen und wir haben die Möglichkeit, ja, im Energiemarkt das Ganze ein bisschen auch positiv zu beeinflussen, indem wir ja den Vertrieb auf die richtigen Dinge lenken. Und das muss man halt einfach sehen und gerade hier in diesem Markt,
in einem Markt, der im Wandel ist, ja, gibt es natürlich extrem viel Potenzial und Möglichkeiten, ja, sich auch ein eigenes Geschäft aufzubauen. Also, schauen wir uns mal die Strompreisentwicklung an. Ja, zuerst mal die Jahreskontrakte, weil das für die, ja, für die meisten in Deutschland mit ja, das Wichtigste eigentlich ist, weil deine Energieversorger, ja, die kaufen langfristig Energie ein. Ja, die machen Verträge mit gerade mit Importeuren und so weiter. Das wird alles langfristig getroffen aufgrund von Durchschnittspreisen. Und deswegen sind diese Jahreskontrakte ja eigentlich das ist eher der wichtigere Punkt, auf den man sein Augenmerk legen sollte, wie jetzt die kurzfristigen Preise am Spotmarkt, weil das sind die Preise, die dann zeitverzögert irgendwann auch bei den meisten Verbrauchern, also sprich Privathaushalten, dann dementsprechend auch ankommen. Und hier siehst du, die grüne Linie war aus dem Jahr 2022 die Einkaufspreise für das Jahr 2023. Und du siehst auch hier, dass wir im Vergleich zum Januar bis zum Dezember immer noch ja sehr, sehr hohe Einkaufspreise hatten bezüglich ja der Jahreskontrakte. Also alles, was halt 2022 für 2023 eingekauft wurde, war eben halt in dieser Preisregion. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann sieht es im Detail so aus. Wir haben jetzt aktuell im Januar, also am 4.1.23, waren die Einkaufspreise für 2024, lagen die bei 190 Euro die Megawattstunde, für 2025 bei 160 Euro die Megawattstunde und für 2026 bei 134. Wenn man das im 12-Monats-Schnitt sieht, sind wir hier immer noch roundabout 44% ja teurer als vor 12 Monaten. Und deswegen kann von fallenden Kursen aktuell keine Rede sein, auch wenn kurzfristig auf Monatssicht gesehen und 6-Monatssicht gesehen die Preise natürlich drastisch gesunken sind. Ja, also wir sprechen hier um Kursrückgang von um die 40%. Nichtsdestotrotz ja, werden diese kurzfristigen Preisreduzierungen nicht beim Endverbraucher ankommen, weil, wie gesagt, das alles dann erst auch zeitverzögert kommt. Am Spotmarkt, also das ist der Markt, wo dann die Energielieferanten, die Energieanbieter quasi kurzfristig Energie einkaufen, der zum Beispiel, weil einfach mehr verbraucht wurde, als sie sich langfristig gesichert haben. Und hier siehst du halt ebenfalls die Entwicklung. Jetzt hier für 2022 siehst du ja was, ein Auf und Ab. Aktuell ist es so, wenn man es auf Monatssicht betrachtet, ist der Preis um über 70% eingebrochen, auf 12-Monats-Sicht um 35%, was natürlich dann für die Unternehmen, weil es hauptsächlich Unternehmen sind, gut ist, die ja ihren Strom quasi über ja den Spotmarkt dementsprechend einkaufen. Und die profitieren natürlich jetzt davon schneller. Als jetzt zum Beispiel Privathaushalte, die halt eben über die Grundversorger, über die Stadtwerke und so weiter abgedeckt sind, die halt langfristige Verträge dementsprechend haben. Gut, aktuell am 4.1. lag eben der Börsenpreis bei 107 Euro die Megawattstunde, also so umgerechnet 10,7 Cent. Du siehst auch hier die Strompreise für private Haushalte, also auch hier im Vergleich zu 2012. Du siehst, die Preise sind kontinuierlich angestiegen. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass jetzt der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, beziehungsweise ja vor knapp einem Jahr der Krieg ausgebrochen ist, sondern das ist einfach eine grundsätzliche Entwicklung, die wir hier in Deutschland dementsprechend haben. Und wie gesagt, wir docken dann auch mit der Strom-Gaspreisbremse aus meiner Sicht einfach nur am Symptom herum. Wir ändern an den Ursachen aktuell noch nichts, auch wenn im Hintergrund vieles gemacht wird. Solange wir nicht die Abhängigkeit, ja, solange wir nicht es schaffen, uns von dieser großen Mehrheit an Importen unabhängig zu machen, wird sich da auch an der Situation nicht viel ändern. Ja. Strompreis für die Energie sieht so aus. Im zweiten Halbjahr waren wir hier bei 54,9 Cent, im zweiten Halbjahr, also im Durchschnitt bei 40,07 Cent bei Privathaushalten. Und der Strompreis setzt sich halt wie folgt zusammen. Und du siehst,
dass von der Entspannung hier auch noch keine Rede sein soll. Wenn wir jetzt die aktuellen Großhandelspreise zugrunde legen würden, also mal angenommen, wir würden jetzt schon den Preis für 2024 haben, ja, also diese 190 Euro, was wir ja aktuell nicht haben, weil wohlgemerkt, wir haben ja jetzt 2023 die Preise, die 2022 eingekauft wurden, dann wären das 19,1 Cent, bisschen Vertrieb, Marge dazu, dann die ganzen Umlagen, Stromsteuer dazu, dann kommen wir auf den, dann kämen wir auf einen Bruttopreis von 34 Cent die Kilowattstunde. Ja, aber das, wie gesagt, unter der Maßgabe, dass der Preis aktuell für 2024 jetzt schon zu Buche schlagen wird. Also bedeutet, da ist jetzt aktuell noch nichts mit sinkenden Preisen und wir müssen da wahrscheinlich noch bis 24 oder Mitte 2024 warten. Auch die Entwicklung der erneuerbaren Energien kommt voran, könnte aber schneller sein. Wenn wir die Windproduktionsmengen anschauen, dann, und die Solarproduktionsmengen, dann stellt man fest, beim Wind, naja, ist es so, ja, in etwa gleich geblieben. Bei der Solarproduktion konnte man gerade in den letzten 3 Jahren deutlich zulegen. Die Produktion aus Windkraft waren im Jahr 2022 123 Terawattstunden, 2019 124. Also du siehst, das ist ungefähr ja gleich geblieben. Bei der Stromproduktion, also aus Solarenergie, waren es 2019 44,38, 2022 57,61. Also da haben wir zugelegt, knapp 30% in den letzten 3 Jahren, also in den letzten 36 Monaten. Und wie gesagt, beim Wind ist es gleich geblieben. Die CO2-Zertifikate haben wir hier aktuell für das Kalenderjahr 2023 sind an der Börse sind 77,63 Euro die Tonne und für 2024 81,48. Also auch hier ein leichter Abwärtstrend im Vergleich zum letzten Jahr. Bei der Gaspreisentwicklung sieht es so aus, die Jahreskontrakte hier im letzten Jahr, die Preise, also 2022 auch wieder eingekauft, dann für 2023. Siehst du hier auch hier einen Anstieg, ja, also auch hier kann nicht die Rede sein, dass die Preise drastisch in den Keller gegangen sind. Erst seit den letzten 1-2 Wochen geht es halt nochmal deutlich bergab. Und aktuell sind die Preise, am 4.1. waren die Preise für die Einkaufspreise für 2024 bei so circa 73 Euro die Megawattstunde. Für 2025 waren wir bei 61 Euro die Megawattstunde. Und bei für das Kalenderjahr 2026 bei 44 Euro die Megawattstunde. Und 44 Euro die Megawattstunde in 2026, das würde dann ungefähr ein bisschen weniger sein als das, was wir im Januar 2022 hatten. Ja. Also du siehst, der Monatstrend geht nach unten, 6-Monatstrend geht auch nach unten. Hier waren es so roundabout minus 46%. Im 12-Monatstrend gesehen sind es aber dann immer noch ein Plus von 42,58%. Also wir sind da noch knapp 40% höher als vor 12 Monaten. Auch am Spotmarkt, also wo kurzfristig quasi das Gas eingekauft wird, siehst du auch hier, die Entspannung ist etwas da, aber auf 12-Monats-Sicht gesehen sind wir immer noch rund 26-27% teurer als vor 12 Monaten. Die auf Monatssicht gesehen sind wir und auf 6-Monats-Sicht um die 50% niedriger. Der Börsenkurs stand bei im Januar, also im 4.1. bei 65 Euro die Megawattstunde. Und auch hier, wenn wir das einfach mal zugrunde legen, Börsenpreis, Beschaffung etc. auf Grundlage dieser Werte hier, der 73 Euro die Megawattstunde, haben wir angenommen, wir hätten jetzt heute schon die Preise von 24, dann kannst du sehen, dass auch vor 24, 25 wir hier nicht unter einen Preis von rund 14, 13 Cent kommen können, weil halt eben die Marktdaten aktuell so sind. Dazu müssten natürlich die Preise nochmal deutlich sinken, damit wir dann im Jahr 24 auch hier einen günstigeren Preis hätten. Aber
Ja, nichtsdestotrotz ist die Entwicklung ja positiv, ja, weil es ja gut ist, wenn die Preise sinken, dann können wir auch unseren Kunden wieder ja günstigere Preise anbieten und quasi auch heute schon ja günstigere Preise für die Folgeverträge dementsprechend anbieten. Die Speicherfüllstände ist auch immer aktuell interessant. Wir haben hier noch aktuell liegen wir bei 90%, ja, war am 2. Januar. Kannst du auch alles bei der Bundesnetzagentur dann dementsprechend nachlesen. Und das ist deswegen so interessant, weil es einfach zeigt, warum der Gaspreis auch ein Stück weit so günstig aktuell ist. Wir haben einen super milden Winter, ja, die Leute müssen kaum heizen. Dementsprechend haben wir natürlich hohe Gasspeicherfüllstände und ja, und da wird auch kaum was abgerufen. Und von daher wirkt sich das natürlich auch auf den Börsenpreis aus und der geht natürlich aktuell runter und ein günstiger Börsenpreis beim Gas beeinflusst ja indirekt auch den Strompreis, weil wir ja viel Strom ja über Gas auch produzieren. Aber du siehst auch hier im Quartal 4 22 lag der Durchschnittspreis für Haushalte ja bei 20,04 Cent die Kilowattstunde. Quelle ist die BDEW hier. Für Mehrfamilienhaushalte bei 19,81 Cent die Kilowattstunde. Also auch hier, wenn wir sehen, wo wir hier herkommen, von 6 Cent die Kilowattstunde, ja, kann auch hier nicht davon die Rede sein, dass sich irgendwas entspannt. Ja, also ich freue mich, dass die Börsenpreise sinken. Ich freue mich, dass die Großhandelspreise sinken, weil das bedeutet, dass wir langfristig gesehen auch wieder ja unseren Kunden bessere Preise dann dementsprechend anbieten können. Aber von Entspannung, ja, oder gar von einem Vorkriegsniveau, da können wir eigentlich noch nicht von sprechen, ja. Und wenn wir uns die Energiekosten mal in Zahlen, Daten anschauen, dann sehen wir hier den Strompreis. Das ist jetzt natürlich eine Momentaufnahme, ja. Wir sind jetzt gerade am Anfang des Jahres 2023. Dann wären das 37,64 Cent, wäre immer noch, wie gesagt, eine Veränderung von 45% im Vergleich zu den Preisen von 2012. Und beim Gas, das sieht es nicht besser aus. Da haben wir 2023, jetzt aktuell, wie gesagt, das sind ja alles Momentaufnahmen. Ja, aber es geht mir darum, eine Tendenz zu sehen. Ja, von 16,1 Cent die Kilowattstunde wäre eine Veränderung in Prozent von 137% im Vergleich zu 2012. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und das hat ja alles Gründe. In Deutschland haben wir schon generell hohe Energiekosten auch die letzten Jahrzehnte gehabt. Und im Vergleich zu Europa, ja, sind wir da bei den Spitzenreitern. Ja, schauen wir uns noch der Vollständigkeit halber auch an, wie sich der Rohölpreis entwickelt hat. Da liegen wir aktuell bei rund 75 Euro das Barrel. Also auch hier eine Entspannung zu sehen bei den Holzpelletpreisen. Ja, könnt ihr euch einfach selber ein Bild drüber machen. Ja, also 2021 lagen wir bei 204 Euro, aktuell im Januar 490 ja, Euro. Also auch hier würde ich jetzt nicht von einer Entspannung sprechen. Wo geht die Reise hin, um ja die eingangs gestellten Fragen mal so ein bisschen zu beantworten? Zunächst mal muss man einfach so ein bisschen wissen, warum steigen die Preise? Also klar, gestiegene Börsenpreise für Strom und Gas haben gerade im letzten Jahr dazu beigetragen, dass die Preise exorbitant gestiegen sind. Auch die Kapazitäten, ja, diese schwimmenden LNG-Terminals, die wir jetzt in Deutschland ja immer mehr sehen. Die reichen noch nicht aus, dass wir den Gaspreis spürbar, dass die den Gas sparen, also dass die das spürbar beeinflussen. Dann kommen natürlich die hohen CO2-Emissionszertifikate, die stark gestiegen sind, mit dazu. Dann haben wir generell eine hohe Nachfrage, aber durch Ausstiege aus der Atomkraft, Kohle und so weiter, haben wir natürlich für eine immer höhere Nachfrage ein geringeres Angebot. Und deswegen ist meine ja, Meinung dazu ganz klar, solange wir bei den erneuerbaren Energien immer noch so hinterherhinken, wird sich da auf Dauer nicht viel ändern können. Und klar, der Krieg in der Ukraine sorgt für Unsicherheit an den Märkten und das alles trägt natürlich dazu bei, dass wir ja, steigende Beschaffungskosten, hohe Börsenpreise und so weiter sehen, ja. Klar, auch die Unsicherheit darüber, ob die Gasspeichervorräte reichen, war gerade letztes Jahr auch ein Thema, hat dazu sicherlich auch beigetragen, dass
ja, dass sich das Klima an der Börse nicht unbedingt entspannt hat. Aktuell ist hier gerade durch den milden Winter, sehen wir natürlich hier dann schon eine Entspannung, aber nicht, es ist halt nicht immer nur ein Grund, der zu den steigenden Preisen führt, sondern es sind halt mehrere Gründe, ja. Wo geht die Reise hin? Ja, also die Strom-Gaspreisbremse, die ja im März 23 quasi an den Start geht, rückwirkend für Januar und Februar dann auch schon gilt, die ändert, wie bereits schon erwähnt, aus meiner Sicht nichts an den Ursachen. Wir lindern ja vielleicht so ein bisschen ja das Symptom, aber an den Ursachen wird sich da nichts ändern. Übrigens ist die Strom- und Gaspreisbremse ja auch nur befristet. Bedeutet, wer jetzt denkt, dass dann im Jahr 2024 auf einmal alles wieder gut ist, der sollte jetzt, nachdem man die Zahlen gesehen hat, ja trotzdem ja Vorsorge treffen, weil die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass es eben halt nicht so der Fall sein wird. Ja, also wir tun gut dran, ja, dass wir die aktuelle Situation nicht überbewerten. Wir brauchen es aber auch nicht dramatisieren. Ja, wir müssen es einfach so sehen, wie es ist. Wir haben aktuell milden Winter. Die Privathaushalte mussten aktuell wenig heizen im Vergleich zu den letzten Jahren. Und die langfristigen Lieferverträge, ja, die mit Importeuren eben halt geschlossen werden, die quasi die Energieanbieter dementsprechend auch haben, ja, die sorgen eben halt dafür, dass zwar die Preise stabil bleiben, ja, im Vergleich zu den Preisen am Spotmarkt, aber nichtsdestotrotz kommt halt eben, wenn die Börsenpreise sinken, wenn die Großhandelspreise sinken, kommt es halt alles erst zeitverzögert bei uns, beim Endverbraucher dementsprechend an. Also deswegen durchhalten, 2024, 2025 werden wir, so wie es aussieht, dann wieder ein anderes Preisniveau haben. Aber wie gesagt, wer damit rechnet, dass wir auf die Vorkriegsniveau Situation, ja, also vor dem Krieg in der Ukraine zurückkommen, da gehe ich persönlich nicht davon aus, dass wir das ja in den relativ zeitnah oder in kurzen Zeiträumen überhaupt noch mal sehen, ja. Also, und wie gesagt, die Unternehmen, die jetzt ihre Energie am Spotmarkt beziehen, die profitieren natürlich jetzt von den fallenden Preisen halt deutlich stärker als der klassische Endverbraucher, ne? Genau, also wie gesagt, die Bundesregierung, die wird halt jetzt gucken müssen, dass sie, was Klimapolitik betrifft, schnellerer Ausbau erneuerbare Energien, dass man da jetzt halt Meter macht. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch die soziale Komponente nicht vernachlässigen, denn gerade diese hohen Energiepreise haben auch für die Wirtschaft, für die Energie, aber auch für die privaten Haushalte natürlich, ja, stellen die da vor große Herausforderungen. Unternehmen sind nicht mehr so wettbewerbsfähig, müssen natürlich die höheren Preise an die Kunden, an die Endverbraucher weitergeben. Ja, die Endverbraucher haben durch die hohe Inflation sowieso schon genug zu tragen. Dann kommen die hohen Energiepreise natürlich, ja, die liegen da natürlich auch schwer mit drin. Und gerade finanziell nicht so gut ausgestattete Haushalte und Firmen, die sind halt da von diesen ja, Entwicklungen extrem betroffen. Und das ist aber auch für alle diejenigen, die jetzt im Energiemarkt ihre Chance suchen, ja, sich ein Geschäft von zu Hause aufzubauen, sind es natürlich aber auch jetzt keine schlechten Nachrichten, weil gerade Energieaudits, Firmen müssen schauen, wie können sie Energie einsparen. Riesiger Markt. Viele Privathaushalte denken drüber nach, ja, wie kann ich ja meine Energiekosten dauerhaft senken, zum Beispiel durch die Installation von PV-Anlagen. Aber auch, wie geht es jetzt weiter nach der Strompreisbremse, während der Strompreisbremse, Gaspreisbremse? Gilt ja nur für 80%. Wir haben ja immer noch die restlichen 20%. Und da muss man auch aufpassen. Für manche können das auch schnell 30% werden. Ich zeige dir gleich, warum. Da ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich gerade beim Gas 20, 25 Cent die Kilowattstunde bezahle oder halt eben nur noch 14 oder 16 Cent die Kilowattstunde, ja. Also auch hier, der Bedarf ist da, der Beratungsbedarf ist da und wir brauchen hier ja richtig viel Manpower aktuell zurzeit. Und ja, also wenn du mit dem Gedanken spielst, im Energiemarkt zu starten, dann ist jetzt der Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen und loszulegen. Ja, aber das nur so, by the way. Also, lass mich noch auf ein paar Informationen zur Strom-Gaspreisbremse eingehen, weil auch hier merke ich in den Gesprächen auch die Fragen, die kommen, dass da wirklich ja super viel, ja,
Uneindeutigkeit bei den Leuten ist, ja. Also die Gaspreisbremse reduziert den Gaspreis auf 12 Cent pro Kilowattstunde, ja, für 80% des Verbrauchs. Aber zu den 80% sage ich gleich noch was. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Also 12 Cent bei Privathaushalten, bei Industriekunden auf 7 Cent die Kilowattstunde, aber netto, auf 70% des Verbrauchs. Bei Fernwärme sind es 9,5 Cent die Kilowattstunde, bei Industriekunden 7,5 Cent die Kilowattstunde. Also bei Privathaushalten immer 80%, bei Industriekunden immer 70% und dann dementsprechend halt noch der Preisunterschied, ja. Die Strompreisbremse, die greift schon bei 40 Cent, oder die greift dann ab 40 Cent die Kilowattstunde, ja, sowohl für Privathaushalte, aber auch für Kleingewerbe bis 30.000 Kilowattstunden, für mittlere, größere Unternehmen, die über 30.000 Kilowattstunden kommen, liegt dann der Preisdeckel bei 13 Cent pro Kilowattstunde, dann kommen halt noch Netzentgelte und so weiter mit dazu. Und ja, das Kontingent gilt dann in Höhe von 70% des historischen Verbrauchs. So, und da kommen wir jetzt auch schon zum Kern der Sache. Zu diesem Verbrauch möchte ich gleich noch was sagen. Ja, aber behalte das mal im Hinterkopf, historischer Verbrauch. Wichtig ist, noch um das Ganze zu ergänzen, die Strompreisbremse, die gilt befristet erstmal, ja, ab März 2023, rückwirkend aber für Januar und Februar. Das heißt, du bekommst erst für Januar und Februar, bekommst du quasi die Entlastung erst im März. Ja, du wirst das erst im März erhalten. Und wie gesagt, Ende April 2024 ist dann erstmal Schluss wieder, ja. Und die Versorger, also dein Energieanbieter, ja, der ermittelt oder hat zum September 2020 ermitteln die den Verbrauch. So, und das bedeutet jetzt im Folgenden, dass bei der Gaspreisbremse der Abrechnungszeitraum bei vielen Versorgern einfach Januar bis Dezember ist. Das heißt, sie schauen also im September, wie war dein Verbrauch? Und wenn der Abrechnungszeitraum jetzt bei denen Januar bis Dezember ist, dann ist die Bemessungsgrundlage für dich das Jahr 2021, also Januar bis Dezember. Und jetzt ist die Frage, wie hoch war da dann dein Verbrauch? Und da würden dann die 80% gelten. Ja, bei der Strompreisbremse ist es ein bisschen anders als bei der Gaspreisbremse. Da werden die 80% anhand der Jahresverbrauchsprognose ermittelt. Das heißt, man schaut halt zum September, ja, 2022, wie ist denn der eventuell zu erwartende Verbrauch? Ja, bedeutet, wenn du letztes Jahr schon sparsam warst, dann wird halt der prognostizierte Verbrauch dementsprechend halt auch niedriger sein. Ja, du kannst es auch dann nochmal nachlesen, und zwar hier über bmwk.de. Ich habe dir das auch verlinkt. Ich werde dir auch diesen Artikel dann zur Verfügung stellen, so dass du ja dir das auch noch mal in Ruhe nachlesen kannst, wenn du da tiefer eintauchen willst. Also wie wird so die Jahresverbrauchsprognose denn ermittelt? Also das heißt, bei der Gaspreisbremse wird also sozusagen der Verbrauch der Vergangenheit angenommen, und bei der Strompreisbremse wird also quasi eine Prognose angenommen. Ja, so, und das ist genau auch die Gefahr, die man als Verbraucher jetzt nicht machen darf. Du darfst jetzt nicht einfach hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt, was weiß ich, letztes Jahr 1000 Kilowattstunden verbraucht, 800 Kilowattstunden davon kriegt, weil das wären ja dann 80%, die würde ich dann mit den 40 Cent abgerechnet bekommen, und die restlichen 20%, die musst du dann halt mit dem Preis quasi abrechnen, den du abgeschlossen hast. Ja, und wenn du jetzt beim Grundversorger bist und einen Preis von 50 oder 60 Cent die Kilowattstunde hast, dann würde ich dir zu einem Wechsel raten, dass du halt eben vielleicht nur noch 43 oder 45 Cent die Kilowattstunde zahlst oder halt eben noch günstiger. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese 80%, das wirkt in beide Richtungen, weil der Gesetzgeber will dich zum Sparen motivieren. Ja, also das bedeutet, wer 2023 viel Gas, viel Fernwärme oder auch Strom spart, der profitiert von dieser Preisbremse sogar mehr. Wer aber dahingegen mehr verbraucht, ja, der profitiert weniger. Ich gebe dir da auch gerne ein Beispiel dazu. Mal angenommen, dein Verbrauch liegt bei 100% wie im Vorjahr. Ja, und dann wäre es so,
bei die 80%, ja, also mal angenommen, du hast 1000 Kilowattstunden, dann wären halt 800 davon zu dem Preis, also jetzt jeweils bei Gas, Fernwärme oder Strom zu 12, 9,5 oder 40 Cent die Kilowattstunde. Und 20% eben zu dem Preis, den du mit deinem Versorger abgeschlossen hast. So, das wäre also das Beispiel, was die meisten halt im Kopf haben. Die Sache ist aber die, wenn du jetzt im Jahr 2023 mehr verbrauchst, also zum Beispiel 120%, ja, dann hast du nicht 20%, die du mit deinem Versorger abrechnest zu dem Preis, den du abgeschlossen hast, sondern 33%, also knapp ein Drittel, ja, weil du verbrauchst mehr, aber die 80% gelten ja auf die Prognose, die dein Versorger ermittelt hat, ja, nicht auf den tatsächlichen Verbrauch, sondern auf die Prognose. Bedeutet, du hättest also 40 von 120% mit deinem Versorger abzurechnen, ja. Und das sind halt dann dementsprechend 33% statt 20%. Ja, also es geht in beide Richtungen. Wenn du weniger wie 100% deines Vorjahresverbrauchs oder deines prognostizierten Verbrauchs hast, super, weil dann hast du mehr als quasi 80%, ja, zu dem günstigeren Preis. Ja, wenn du aber mehr verbrauchst, dann geht es auch in die andere Richtung. So. Und wichtig ist für dich noch zu wissen, dein Energieanbieter, also so ist es zumindest angedacht, der muss dich noch informieren vor dem 1.3. und zwar schriftlich, wie dein Entlastungskontingent, also die Bemessungsgrundlage aussieht, ja, und was das dann halt auch für deinen Abschlag bedeutet. Und die Entlastung, die kommt dann auch automatisch bei dir an. Also lange Rede, kurzer Sinn, es lohnt sich, ja, Energie einzusparen. Gerade jetzt durch die Strom-Gaspreisbremse noch mehr. Aber du solltest trotzdem schauen, wie geht's danach weiter. Also kannst du jetzt schon dir den Preis sichern für nach der Strom- oder Gaspreisbremse? Wie kannst du jetzt dich langfristig ausrichten, dass du für dich Planungssicherheit hast? Ja, und da würde ich dir einfach empfehlen, komm auf uns zu, lass uns ein gemeinsames Gespräch führen, wenn da ich oder jemand aus meinem Team wird, da auch gern Kontakt mit dir aufnehmen und geh dazu einfach auf oliverschirmer.de/Tarifangebot und dann setzen wir uns mit dir in Verbindung und schauen, was für dich aktuell ja die beste Situation beziehungsweise die beste Lösung für die Situation ist. Und falls du Interesse daran hast, mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten, dann lade ich dich recht herzlich ein, nimm Kontakt zu uns auf, wir schicken dir gerne Informationen zu, komm gerne in meine Facebook-Gruppe, da findest du auch viele Informationen, gerade zum Thema Geschäftsaufbau, ja, im Energiemarkt. Und ja, und dann freuen wir uns, wenn wir dich an Bord begrüßen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ja, alles Gute noch für das kommende Jahr und ja, gute Entscheidung und natürlich bestmöglich günstige Preise. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.